Dass digitale Medien Kommunikationsverhalten beeinflussen und verändern, ist bekannt. Doch wie sich der Wandel jugendspezifischer Kommunikationskulturen im Prozess der Mediatisierung entwickelt hat, wird uns der erste Referent gleich in seinem kurzen Beitrag aufzeigen. Zudem wird er auch darauf eingehen, inwiefern sich in diesem Zusammenhang die Vergemeinschaftungs- und Sozialisationsprozesse verändert haben. Bevor ich aber Professor Dr. kurz nach vorne bitte, einige Eckdaten über ihn, damit Sie auch einiges über ihn wissen. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Bremen, leitet derzeit das DFG-Schwerpunktprogramm Mediatisierte Welten, das wird einigen bekannt sein, und hat die Arbeitsschwerpunkte im Bereich Theorien und Methoden, soziale Kommunikation, Cultural Studies und Mediatisierungsforschung. Herzlich willkommen, Herr Krotz. Noch ein kleiner Hinweis, wundern Sie sich nicht, ich habe gelbe und rote Karten vorbereitet. Ich habe es mit Herrn Krotz eben abgesprochen, wenn die gelbe da ist, nur noch 5 Minuten, wenn die rote da ist, dann müssen wir Strom abstellen. Das haben wir so vereinbart. Ich werde mich trotzdem dann nicht daran halten. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Möglichkeit habe, die Arbeit, die wir seit 5 Jahren in dem Schwerpunktprogramm Mediatisierte Welten betreiben, kurz vorzustellen und sie ein Stück zuzuspitzen auf Themen, die sowohl uns in unserer Arbeit als auch Sie in der Frage der Medienbildung, der Kommunikationskultur, der Bedeutung des Wandels Medien gemeinsam betreffen. Und ich danke deswegen auch den Veranstaltern, dass sie mich dazu eingeladen haben. Der Wandel jugendspezifischer Kommunikationskulturen im Prozess der Mediatisierung. Und ich werde in 3 Schritten vorgehen. Ich werde Ihnen erstens kurz erklären, was wir unter Mediatisierungsperspektive heute meinen. Ich werde in einem zweiten Teil versuchen, einige Thesen aufzustellen, die sich daraus ergeben, wenn man Forschungsergebnisse oder theoretische Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, zuspitzt auf die Frage der Sozialisation in einer mediatisierten Gesellschaft unter Mediatisierungsbedingungen. Und ich werde in einem dritten, sehr kurzen Teil dann versuchen, noch auf 2 Hintergründe zu verweisen, die man, glaube ich, im Blick haben muss, wenn man sich mit der Medienentwicklung heute beschäftigt. Mediatisierung meint in unserem Sinn einen medienbezogenen Wandel von Alltag, von Kultur und Gesellschaft oder einen Wandel im Kontext des Wandels der Medien. Das ist deswegen so komplex formuliert, weil wir sozusagen nicht von einer Wirkung, von einer kausalen Beziehung ausgehen, sondern von einer komplexen Beziehung, deren Mechanismen man überhaupt erst rausfinden muss, wie sie funktionieren und die sich eben, wie Sie sehen, sowohl auf der Mikro- als auch auf der Meso- als auch auf der Makroebene auswirkt, weil sich auf allen Feldern sozusagen vieles verändert. Wenn wir das untersuchen, dann haben wir 3 Besonderheiten, die Ihnen wahrscheinlich nicht besonders vorkommen werden, die aber sozusagen im Vergleich zu der klassischen Kommunikationswissenschaft, von der ich herkomme, sozusagen eine große Rolle spielen. Nämlich das eine ist, wir müssen generell lernen, auch in der Wissenschaft, aber auch in unserem Alltag, in Prozessen zu denken. Auf 3 Ebenen zum Beispiel, nämlich einmal, wenn wir Medienwandel und Mediatisierung angucken, dann heißt das, wir müssen auch andere solche Metaprozesse berücksichtigen. Globalisierung, Individualisierung, Kommerzialisierung und Mediatisierung zum Beispiel sind Prozesse, in denen wir leben und die gemeinsam oder auch konfliktär sozusagen unseren Alltag beeinflussen und machen. Der zweite Ebene, Prozessebene ist der Langzeitprozess Medienwandel. Das wissen Sie auch, das ist ein Prozess und den müssen wir auch als Prozess verstehen. Was immer wir heute über den Medienwandel sagen, stimmt morgen möglicherweise schon nicht mehr. Das ist leider so, aber das müssen wir auch berücksichtigen. Und das dritte ist, Medien selbst sind auch nichts Stabiles. Wie Sie natürlich wissen, Medien sind selbst Prozesse mit bestimmten Folgen. Und das ist einfach nur eine kleine Skizze, die zeigt auch, weswegen
dann solche Diffusionstheorien, die in der Sozialwissenschaft häufig benutzt werden. Man hat etwas Neues, das verändert sich über die Zeit nicht, aber es breitet sich eben aus. Das funktioniert nicht, weil die Medien sich massiv verändern. Und wenn Sie vor 20 Jahren einen Computer gekauft haben, dann haben Sie was völlig anderes gekauft, als wenn Sie das heute machen. Und wenn Sie vor 20 Jahren in Ihrer Familie einen Computer integriert haben, dann haben Sie andere Prozesse und andere Probleme auch erzeugt und lösen müssen, als wenn Sie heute ein Smartphone, das ja auch nichts anderes ist, als ein mobiler Computer hineinzugehen. Und Sie sehen, die verschiedenen Techniken entsprechen auch verschiedenen Nutzungsformen. Das ist das Entscheidende. Was machen die Menschen mit den Medien? Wie passiert das in der Familie? Wie wird ausgehandelt, wo das Gerät steht? Wer die Oberhoheit hat? Wer etwas damit machen darf? Und was? In welcher Zeit? Und zu welchen Bedingungen, und das hängt dann durchaus von den Möglichkeiten ab, die damit auch verbunden sind. Erste Besonderheit also, wir müssen lernen, all diese Prozesse irgendwie in den Blick zu bekommen. Das Zweite ist, wir brauchen natürlich einen Medienbegriff. Was ist das eigentlich genau? Wir brauchen einen Kommunikationsbegriff, und wir brauchen sozusagen etwas, was uns hilft, diese Entwicklungen in der Kommunikation und in den Medien zu verstehen. Und die Kommunikationswissenschaft, wie gesagt, die hat bis in die 90er Jahre hinein überwiegend Massenkommunikation untersucht. Oder anders ausgedrückt, Kommunikation mit standardisierten Inhalten, die sich an allgemeine Interessenten widmen, richten. Das gibt es heute auch noch, nur Massenkommunikation stimmt nicht mehr in allen Fällen jedenfalls. Was sich aber gleichzeitig auch explosiv entwickelt hat, ist die Vielfalt interpersonaler Kommunikation, die über Medien läuft. Also auch ein Typus von Kommunikation, der über Telegram und WhatsApp und SMS und sonst was läuft. Und wir haben eine dritte Kommunikationsform, die nochmal anders ist, nämlich da, wo wir mit einem Computer hantieren. Die sogenannte interaktive Kommunikation im Computerspiel oder beim Surfen oder was sonst noch alles ist. Soweit zur Kommunikation, das muss man natürlich auch noch genau machen, da hat auch jeder seinen Privatbegriff, trotzdem müssen wir uns darüber verständigen können, sie verändert sich, und genauso müssen wir uns angucken, was denn genau ein Medium ist, nicht mehr nur ein Kanal, wie man das früher gesagt hat, aber vielleicht auch nicht das, was McLuhan unter einem Medium verstanden hat, nämlich für den war bekanntlich auch ein Gewehr oder sonst irgendetwas ein Medium, alles, was zwischen einem Menschen und seiner Umwelt ist, das ist ein bisschen viel. Wir meinen kommunikative Medien, Potenziale für Kommunikation, und die bestehen aus unterschiedlichen Teilen sozusagen. Sie haben was Technisches mit bestimmten Zugangsbedingungen. Sie sind gleichzeitig gesellschaftliche Institutionen mit Normen und Bedingungen eingebettet in die Struktur als öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter, als Begleitinstitutionen und Kontrollinstitutionen wie die Landesmedienanstalten und so weiter. Und neben dieser Struktur, die hier in die Mitte gesetzt ist, gibt es natürlich die Tatsache noch, dass Medien auch Inhalte transportieren, dass dafür etwas hergestellt wird in spezifischen Formen, Ästhetiken, die sich wandeln, und dass sie genutzt werden, und das drücken wir in dem Ding aus, dass es Erfahrungsraum für Menschen ist, was immer sie für Erfahrungen machen, aber all das sind dann natürlich Versuche, etwas abstrakt zu formulieren, das man dann empirisch untersuchen kann. Was wir haben, ist ein Wandel der Rahmenbedingungen für Kommunikation und natürlich auf der anderen Seite einen Wandel des kommunikativen Handelns durch die Medien, die neu kommen, die sich verändern, die sich in ihrer Kombination in der Gesellschaft verwandeln. Darauf gehe ich später noch ein. Und damit komme ich zu der dritten Besonderheit. Wenn wir uns angucken, nämlich der Besonderheit, was muss man eigentlich untersuchen, wenn man herausfinden will, was passiert. Dazu haben wir sozusagen diesen Begriff soziale Welt wieder, das ist ein symbolisch-interaktionistischer Begriff, ein Stück wiederbelebt. Wenn man nämlich guckt, wie kommen Menschen eigentlich zu neuen Medien, dann sind es
ist es nicht so, dass man sich ein Handbuch kauft und ein Medium und dann guckt, was man damit eigentlich machen kann, sondern es sind sozusagen andere Schritte. Man lernt ein Medium in irgendwelchen Zusammenhängen kennen, am Arbeitsplatz, bei Freunden oder in irgendwelchen anderen Zusammenhängen und probiert dann mit diesem Medium irgendwo etwas aus. Und dieses Ausprobieren bezieht sich nicht auf den gesamten Alltag, den man hat, sondern auf ganz bestimmte Sachen. Man will seine Peer Group, seine Freunde besuchen, man will möglicherweise damit einkaufen und konsumieren, man will Informationen sammeln, man will sich bilden. Das heißt also, unser Alltag, der eigentlich die Struktur ist, in der wir handeln, die verfällt in viele kleine verschiedene Geschichten, dafür habe ich auch ein Bild, ich gehe gleich nochmal zurück, in viele kleine Lebensbereiche, die wir haben, über Sport, die Familie, wenn ich verreisen will, Computerspiele, Freunde, Hobbys, Religion und so weiter. Und in jedem dieser Bereiche gibt es unter Umständen andere Medien oder andere Traditionen, welches Medium man wofür benutzen und nehmen kann. Und deswegen ist die Einheit, die wir untersuchen, das sind solche bestimmten Lebensbereiche der Menschen, denen umgekehrt natürlich auch gesellschaftliche Bereiche entsprechen, die man angucken muss, und die Verbindung darüber herzustellen. Und das ist das, was wir dann sozusagen uns angucken können als soziale Welt, Handlungsbereiche, die durch Kommunikation zusammengebunden sind, wenn wir in einer Fangruppe sind, wenn wir in einem Institut arbeiten, wenn wir sozusagen bestimmte Hobbys haben, dann sind diese Lebensbereiche thematisch voneinander getrennt und sie beruhen auf unterschiedlichen kommunikativen Zusammenhängen und da werden natürlich dann unterschiedliche Medien benutzt. Beispiel, um das dann gleich auch fertig mit der Einführung in die Mediatisierung, gucken wir uns die mediatisierte Welt der Fußballvereine an. Was immer passiert in einem Fußballverein, es hat irgendwie etwas mit den Medien zu tun. Im Stadion haben die Kameras das Vorrecht, die Presse, es gibt riesige Bildschirme, es gibt Kameras zur Beobachtung der Leute, die da drin sind. Das Spiel findet für die Medien statt, die ja auch das Geld beibringen, die Spieler sind die Stars und haben ihre eigenen Webseiten, werden fotografiert, ihr Marktwert entscheidet sich über die ganzen Geschichten und so weiter, ich brauche das nicht auszuführen. Und sowas wäre eine soziale Welt mit bestimmten Medien und etwas differenzierter ausgedrückt. In solchen sozialen Welten gibt es also die verschiedensten Arten medienvermittelter Kommunikation. Und daneben haben wir medienbezogene Kommunikation, weil das, was wir über die Medien aufnehmen, natürlich auch Gesprächsstoff ist, zur Anschlusskommunikation führt, uns damit beschäftigen und so etwas. Und schließlich nennen wir eine solche soziale Welt mediatisierte Welt, wenn wir das, was dort in diesem Bereich stattfindet, ohne Berücksichtigung der Medien überhaupt nicht mehr erklären können. Weil das, was stattfindet, in allen Ebenen in irgendeiner Weise an die Medien gebunden ist, an deren Bedeutung und von ihnen durchsetzt oder beeinflusst. Das sind die ganzen Geschichten. Und damit kann ich jetzt deutlich nochmal sagen, die zentrale Fragestellung ist, warum entstehen neue Medien, wie entstehen neue Medien und was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für den Wandel von Alltag, für den Wandel von Identität, auf der Mikroebene von Kultur und Gesellschaft, auf der Makroebene, für unsere verschiedenen Lebensformen, die von Institutionen geprägt sind, von Betrieben, Organisationen, politischen Parteien oder sonst etwas. Und mit dieser Frage beschäftigt sich der Mediatisierungsansatz. Und man kann sich nun damit beschäftigen, wie wirken sozusagen, was wirkt sich denn von den neuen Medien darauf aus? Und damit werde ich demnächst werde ich das an Beispielen durchführen. Wenn wir nun mediatisierte Welten untersuchen, dann haben wir von daher drei Ebenen, nämlich aktuell, was passiert da?
Wir haben die Frage historisch, wie hat sich das eigentlich entwickelt, wenn wir verstehen wollen, was passiert ist, und kritisch wollen wir das, was da passiert. So haben wir es passiert. Wer entscheidet eigentlich, was wir da machen und wie sich die Medien in der Gesellschaft einfügen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von Projekten, die sich jeweils in zwei Jahresetappen mit der ganzen Geschichte beschäftigen. Zum Beispiel der Wandel der Kommunikation in Familien, eine Langzeitstudie von Jutta Röser. Das Informationsverhalten Jugendlicher, das von Ulrike Wagner am JFF und ihren Mitarbeitern untersucht wurde, wie können Familien unter Migrationsbedingungen bestehen, wie verändern sich Medien, wie das Fernsehen zum Beispiel, wenn sie selbst mediatisiert sind und in andere mediale Zusammenhänge geraten. Wir haben auch sozusagen einzelne Entwicklungen beschreiben können, wie hängt die heute stattfindende Mediatisierung mit früheren zusammen, oder aber damit vergleichbare Begriffe wie der Begriff der synthetischen Situation, der von der Soziologin Karin Knorr-Zetina entwickelt worden ist, weil Situationen eben nicht mehr nur rein sozial auf unserer konkreten Anwesenheit beruhen, sondern eben synthetisch sind in dem Sinn, dass da Medien von außen dabei sind. So viel zu den mediatisierten Welten und was wir damit machen. Und ich komme nun zum zweiten Teil, nämlich zum Wandel der Jugendkulturen und der der Subjektformationen, mit denen ich mich beschäftigen will. Und dazu ist dahinter sozusagen die These, was sich bei allem anderen auch verändert, ist, dass sich in gewisser Weise das, was wir als aktives Subjekt begreifen, verändert in seiner Sozialisation oder in ihrer Sozialisation, in der Art, wie man soziale Beziehungen dient. Und dass diese vielen kleinen Änderungen, wie wir etwas verstehen, wie wir etwas leben, wie wir etwas organisieren, wie wir uns selbst darstellen, dass nicht die großen Änderungen das Entscheidende sind, dass es kleine Änderungen sind, dass wir eben über diese kleinen Änderungen der Welt anders gegenübertreten und damit sozusagen etwas nicht nur wie eine Mediatisierung der Wirklichkeit, sondern eine Mediatisierung auch des Sozialcharakters der Menschen haben. Ich fange an mit dem Aktuellen, also hier links mit dem Wandel der Situation. Sie haben alle schon mal ein Smartphone gesehen, da kann ich also gleich weitermachen. Wir wissen auch, dass auf den viele Apps sind, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Und an den Apps sieht man aber auch, dass sozusagen mit diesen kleinen Programmen, die einem hier angeboten werden, sozusagen, die beziehen sich in der Regel auf ganz konkrete Situationen. Niemand hat eine Taschenlampen-App auf seinem Festnetzcomputer, weil das irgendwie nicht hilfreich wäre. Aber sie haben es eben auf ihrem Handy unter Umständen und können es brauchen. Und von daher kann man diese Entwicklung interessant beschreiben. Übrigens gibt es natürlich auch, das ist eine Typologie, die wir versuchen hier zu entwickeln, übrigens gibt es natürlich auch jede Menge Bildungs-Apps, aber auch solche Apps, die einem dann helfen, zum Beispiel zu erkennen, ob jemand anders vom Teufel besessen ist, finden Sie bei Android, kostet 1,99 €, pausieren Sie es mal aus. Oder auch, wie man beim Voodoo Menschen an der richtigen Stelle mit Nageln piesackt, damit sich der Schmerz dann auch wirklich auf die reale Person bezieht. Also wir haben auch ausgesprochen problematische Geschichten, die da sind. Und typisch daran ist nicht, dass es diese problematischen Geschichten gibt, sondern typisch ist, dass sich diese Bildungsbegriffe, die wir haben, in gewisser Weise auf dieser Ebene auflösen, weil jeder seine App, die er entwickelt hat, als Bildung verkaufen kann und jeder kann sie sich zulegen und meinen, er habe sich gebildet. Die Struktur von Bildung, wie auch viele andere Strukturen, lösen sich bei der ganzen Geschichte auf. Ein anderes Beispiel ist die ganze medizinische Geschichte mit Schrittzählern. Live-Logging ist ja ein solcher Begriff, wo die Leute das gerne machen, mit Ferndiagnosen, automatische Alarmanlagen, die, wenn sie Zucker haben, ihren Arzt benachrichtigen, wenn ihre
Werte schlecht werden, regelmäßige Erinnerungen und so etwas alles. Also solche Geschichten und damit mit diesem ganzen situativ bezogenen Bereich füllen die digitalen Medien ein spezifisches Loch sozusagen, nämlich einen der wenigen Bereiche, die bisher im sozialen Leben der Jugendlichen, aber auch der Erwachsenen nicht vom Computer erfasst worden sind. Und was wir sagen können, ist, dass die Medien durch diese Geschichten nicht nur in den Alltag, sondern auch ganz konkret in das körperliche Ich hineingeraten. Das Symbol, das gestreichelt und angefasst wird, die Google-Brille, der Ohrhörer und so etwas alles. Zweiter Bereich, Wandel der Vergemeinschaftungsformen und der sozialen Beziehungen. Neue Vergemeinschaftungsformen, die wir haben, nämlich schon mal die reine Möglichkeit, stets und jederzeit die anderen zu erreichen. Mehr und mehr Musik zu akzeptieren, neue Versammlungsformen wie Flashmobs, neue gruppenbezogenen Kommunikationsformen wie WhatsApp, partizipative, übergreifende Vergemeinschaftungsformen. Und entsprechend haben wir dabei auch die bekannten Probleme, die mit Facebook zum Beispiel verbunden sind. Was ist mit dem Freundschaftsbegriff? Warum spielt diese Selfies-Rolle, Selfies-Geschichte eine solche große Rolle? Wie machen es Jugendliche und Menschen überhaupt, wenn sie sich vor einem unbekannten Publikum präsentieren? Und in diesem Zusammenhang haben wir auch die umgekehrte Situation, dass die Leute, die Menschen, die das benutzen und die Jugendlichen, ihr Ich zum Teil in die Medien hineinprojizieren und dort sozusagen bestimmte Teile ihres Lebens verbringen, was zum Beispiel bedeutet, diese Medien sind dann nicht mehr einfach nur regulierbar durch irgendwelche Gesetze, weil wenn man diese reguliert, dann muss man auch aufpassen, dass man hier in die Lebensverhältnisse, in die Identitätsstrukturen der Jugendlichen, die vor allem davon betroffen sind, eingreift. Also man muss das sozusagen vernünftig machen. Dazu gehört natürlich die These, die Vergemeinschaftungsformen im Internet sind entweder alle schon kommerzialisiert oder sie werden gerade kommerzialisiert. Das ist bedauerlicherweise so, darauf gehe ich auch noch mal ein nachher. Entschuldigen Sie die schlechte Folie. Dritter Punkt. Wandel der Informationsverhaltens, Augmented Reality, Robotik und das Web der Dinge. Als eine dritte Ebene, wo sich etwas verändert, ich zitiere die GYM-Studie, sich informieren bedeutet für 77% der Jugendlichen vor allem ihre Anliegen und Fragen in Suchmaschinen zu formulieren und zwar insbesondere dann, wenn eine Frage auftritt. Das heißt, Informationen werden überwiegend als das genommen, was in einer bestimmten Situation notwendig ist, wohingegen die älteren Generationen ein mehr akkumulatives Informationsverhalten haben, dadurch, dass sie sich morgens die Zeitung lesen oder sich viel Wissen anzueignen versuchen. Das machen die Jugendlichen zumindest tendenziell anders, wie man daran zeigen kann. Hängt dann natürlich daran, dass sie dieser Information leichter vertrauen müssen, was durchaus ein Problem ist, wenn man die Kommerzialisierung ansieht. Ein typisches Beispiel, was weiter passieren kann, ist, dass wenn wir diese ganzen Medien benutzen, dass mit der Augmented Reality, wie hier in einem Computerspiel, sozusagen uns zusätzliche Informationen in einem bestimmten Ziel und einem bestimmten Interesse angeboten werden. Das ist spannend, das kann man auch hilfreich als hilfreich ansehen, ist es auch in vielen Fällen, wenn ich mich durch eine fremde Stadt bewege und Informationen brauche oder gucken will, wann ein Museum geöffnet hat. Aber all dieses verlangt ein erheblich sichereres Informationsnetz, als wir es, glaube ich, haben. Anderes Beispiel, eher für Ältere und Kranke gedacht, der sogenannte AIBO, den wir auch vor einiger Zeit schon untersucht haben, der sozusagen die positive Begleitung für ältere Menschen, die in irgendwelchen computergenerierten Zimmern sich bewegen, weil es keine Pflegekräfte gibt und von diesen AIBOs zum Teil begleitet, zum Teil überwacht werden. Der AIBO kann Ihnen dann Ihre E-Mails vorlesen, Sie an Termine erinnern. Er kann aber auch sozusagen Alarm schlagen,
wenn jemand auf den Boden fällt und sonst noch etwas passiert. Hier also etwas, was ja auch Sherry Turkle immer wieder in ihrer Diskussion aufnimmt, nämlich, dass tendenziell soziale Beziehungen aus dem Menschlichen herausgenommen werden und stattdessen maschinell organisiert werden, hat Vorteile, weil es Stress verbindet, hat Nachteile, weil es eben nicht menschlich ist. Damit verbunden, die Jugendlichen reflektieren, verarbeiten ihre Erfahrungen noch anders, nicht mehr sozusagen innerlich, sondern sie verarbeiten sie, indem sie das, was ihnen widerfahren ist, posten und dann gucken, was sie an Nachrichten zurückbekommen. Auch das nur eine Tendenz, aber eine, die möglicherweise gravierend ist für die Art und Weise, wie ein Mensch in der Gesellschaft lebt, beziehungsweise wie seine innere Wirklichkeit aussieht. Und all dieses zusammen ist eine These, die man beobachten muss, sozusagen nicht nur den Habitus und die Gewohnheiten verändern, um es mit Bourdieu zu sagen, sondern das, was Erich Fromm oder Adorno oder andere als Sozialcharakter bezeichnen und wirkt sich dann natürlich auch auf die Sozialisation aus. Ich erinnere an Thesen wie von Riesmann in den 60er und 50er Jahren, von Bourdieu, von Foucault mit der Dispositiv, von Dispositiven umstellten Mensch und so weiter. Das wirkt sich natürlich auch auf die Sozialisationsinstanzen aus. Wie Sie auch wissen, hatte man früher diese vier eisernen Pfähle, Familie, Peers, Schule, Berufsarbeit und Medien. So ist die Medien, die sich jetzt überall sozusagen darunter geparkt haben. Und eine daran anschließende Tendenz ist für die Individuen, auch das eine These, der Alltag war stabil, und die Medien haben diesen Alltag belebt. Und jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Der Alltag ist komplex, wird immer schwieriger zu bewältigen. Die Medien sind das, was diese verschiedenen sozialen Welten überhaupt noch verbindet. Und das gibt den Medien eine andere Rolle. Letzter Punkt, ich weiß, meine Zeit ist gleich um. Ich habe zwei Punkte, die als Hintergrund wichtig sind, warum das so wichtig ist. Das eine ist, wir müssen uns nochmal den Medienwandel angucken. Nämlich früher hatten wir ein Mediensystem, das aus lauter Einzelmedien bestanden hat. Und diese Einzelmedien wie Fernsehen, Zeitungen oder sonst was hatten alle ihre eigenen Distributionskanäle und ihre eigenen Institutionen. Heute ist das anders. Heute haben wir nicht mehr zahlreiche Einzelmedien, sondern wir leben in einer digitalen Infrastruktur. Und in dieser digitalen Infrastruktur fügen sich immer mehr Medien ein. Die Foto- und Bildgeschichte ist schon lange darin verschwunden. Auch die Musik und die Filme finden dort statt. Irgendwann wird es auch die Zeitung und das Fernsehen erwischen, wenn wir das so wollen, wenn wir das so weitermachen. Und dazu auch, wichtig ist nicht das Digitale. Wenn immer wieder von digitaler Kultur geredet wird, ist das in gewisser Weise verharmlosend. Denn das Entscheidende ist nicht das Digitale, sondern das ist, dass durch das Digitale dahinter die Computer operieren, die universellen John von Neumannschen Maschinen, die sozusagen programmierbar sind und alle Aufgaben erfüllen können. Und die organisieren das nicht nur und werten das aus und ordnen zu und machen etwas damit, sondern die entziehen sogar der Sprache ihre Bedeutung. Denn unsere menschliche Sprache, die jahrtausendelang dafür gedient hat, um Traditionen und Wissen aufrechtzuerhalten, die ist jetzt nicht mehr gefragt, weil all diese Wissensbestände sozusagen digital kodiert von Computern verwaltet werden. Und Google ist ja schon so weit, dass es uns erklärt, manche Sachen sagen sie uns besser nicht. Und von daher findet da ein Prozess statt, der eine Rolle spielt in der Veränderung. Und der zweite Hintergrundprozess, der wichtig ist, ist auch ganz simpel, nämlich Kommunikation in einer Situation findet zwischen zwei Personen statt. Wenn wir aber ein Medium dazu nehmen, dann ist immer noch ein Dritter dabei, der sagt uns, wie und was wir zu tun haben unter Umständen. Denken Sie ans Telefon zurück, wo früher an den Telefonzellen stand, fasse dich kurz.
wie ich das ja auch gerade mit meinem Vortrag. Und hinterher wurde dann aber die ganze Geschichte sozusagen verallgemeinert und es hieß plötzlich, quatsch dich leer, weil man damit viel mehr Geld verdienen kann, wenn man Medien per Zeit abrechnet. Und so gibt uns Facebook und Amazon und Google und all die anderen geben uns Vorschritte als beteiligte Dritte, die sich in unsere Kommunikation einmischen. Und diese beiden Prozesse, die ich damit beschrieben habe, die werden wir nicht los. Die werden immer da sein, solange wir diesen Typus von Medien verwenden und so, wie wir ihn verwenden. Und von daher müssen wir gucken, wie wir diese Dinge, die uns viele Möglichkeiten eröffnen, ganz klar, es sind tolle Chancen da drin, aber auch Probleme, die wir überhaupt nicht überblicken. Und eine allererste Forderung, um die Dinge anders zu machen, wäre, dass wir die Medien und den Staat auch, der auch nicht so recht die Lösung der Probleme ist, glaube ich, im Augenblick mit seinen gesamten Geheimdienstaktivitäten, dass wir die zwingen, einfach mal transparent zu sein. Was passiert da eigentlich mit was und wo und wie funktioniert das alles? Und auf dieser Ebene dann herauszufinden, wollen wir das? Und wir als Zivilgesellschaft sind sozusagen diejenigen, die eigentlich sagen müssen, wo es lang geht. Das wollen wir weder der Technik überlassen, noch der Ökonomie, noch den Geheimdiensten. Vielen Dank, meine Damen und Herren.